Hi Freunde, ich grüße euch zu diesem Review hier. Heute möchte ich euch gern einen Wi-Fi Range Extender vorstellen vom Hause Netgear, mit dem ihr euer WLAN-Bereich nochmal vergrößern, erweitern könnt und so weiter. Das ist natürlich praktisch. Ich hier im Hause habe das Problem, wenn ich dann draußen auf der Straße unterwegs bin, dass ich dann einfach ein zu schwaches WLAN-Signal habe, es dann abbricht und so weiter. Und deswegen habe ich mir dieses Teilchen hier geholt. Und das Teil soll mit jedem Router auch funktionieren. Das heißt AVM, T-Systems, Netgear, Vodafone, alles kein Problem anscheinend. Werden wir dann auch herausfinden und so weiter. Bis zu 300 Megabyte per Second möglich. Externe Antennen sind auch vorhanden für bessere Performance und so weiter. Keine Ahnung. Und einfach in die Steckdose reinstecken und das war's. Und ja, hier auf der Seite haben wir hier nochmal ein paar Daten beziehungsweise. Und wie immer haben wir hier natürlich immer so ein bisschen Verpackungsblabla, der Lieferumfang, ein paar Features und so weiter. Hier nochmal ein paar Knöpfe. Smartphone-App gibt es auch, allerdings nur für Android. Ein bisschen schade, kann ich leider nicht vorstellen. Oder vielleicht doch, muss ich mal gucken. Und ja, ich würde sagen, wir packen den Spaß jetzt mal aus. Jetzt muss ich mein Messer einmal suchen. Da! So, wir haben hier einmal ein Quick Start Guide, dann einmal eine CD, die wir aber allerdings nicht brauchen und so weiter. Da wird das Handbuch drauf sein. Das Ganze soll wohl alles schnell eingerichtet sein über Smartphone über den LAN-Anschluss und so weiter. Werden wir dann auch nochmal gucken, ne? Ja, Freunde, so schaut das Teilchen hier aus. Wir haben hier zwei Antennen, Klarlack, Netgear steht hier vorne und hier vorne befinden sich nochmal ein paar LEDs, lese ich mich auch gleich nochmal rein. Dann haben wir hier unten einmal die Möglichkeit, auch ein kabelgebundenes Gerät hier anzuschließen, es dann quasi auch so WLAN-fähig zu machen zum Beispiel, ja, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier einmal den Factory Reset Knopf mit einem spitzen Gegenstand und so weiter, können wir den dann betätigen. Dann befindet sich auf der linken Seite von der Aufschrift her, sage ich jetzt mal, einmal den Ein- und Ausschalter und der WPS-Knopf zum schnellen Verbinden zu dem Router und so weiter. Ja, so viel dazu. Es ist wirklich sehr kompakt, muss ich sagen. Ja, also hier seht ihr jetzt mal die Größe, zwei Antennen und so weiter. Natürlich belegt ihr damit auch einen Stromsteckplatz. Es gibt aber auch welche, die zusätzlich noch einen Stromstecker haben und so weiter, aber das wollte ich dann doch lieber nicht haben, weil ich da einfach so ein bisschen Bedenken habe, dass es vielleicht doch so ein bisschen stört. Ja, so viel zu diesem kleinen Teilchen hier. Es befinden sich hier drei Kurzanleitungen in verschiedenen Sprachen, Englisch, Spanisch, Französisch, keine Ahnung, und einmal hier die deutsche Anleitung. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das herausfinden mit der LED. Ah, da steht der ganze Spaß auch schon. LED für die Routerverbindung, das wäre dann diese hier. LED für die Clientverbindung, das heißt, daran sehen wir dann auch, wer sich damit, ob gerade momentan jemand verbunden ist, sagen wir es mal so. Die Power LED und einmal WPS LED. Ja, ansonsten. Hier sehen wir auch noch mal ein Beispiel. Hier das eigentliche WLAN-Signal und somit können wir das dann auch erweitern. Und hier ist ja dann auch der Schnittpunkt. Das heißt, hier befindet sich dann der Wi-Fi Range Extender und somit können wir das WLAN-Signal nach außen verlagern oder halt erweitern, wie ihr das natürlich möchtet. Und hier seht ihr jetzt nochmal ein Beispiel, wie ihr jetzt zum Beispiel einen Blu-ray-Player Wi-Fi fähig macht, indem ihr einfach ein Netzwerkkabel hier direkt anschließt und schon habt ihr das Ganze hier über WLAN angebunden. Der WLAN-Repeater oder Range-Extender, besser gesagt, mit dem kann man zwei Modi fahren. Einmal den Repeater-Modus, der dann einfach das WLAN-Signal vergrößert, oder einmal den Access Point Modus, mit dem wir dann zum Beispiel ein neues WLAN-Signal senden können, zum Beispiel für Besuch oder sowas. Ist ganz praktisch, ja, wenn jetzt einer sagt, okay, ich hätte jetzt hier gern ein WLAN-Signal speziell für Gäste oder sowas, keine Ahnung. Damit ist es natürlich dann auch möglich. Ja, die Installation soll recht easy sein, also man kann das einmal über den Webbrowser machen oder halt über die WPS-Knöpfe und so weiter. Ich werde beide Varianten mal austesten und ja, wir sehen uns gleich am Rechner.
So, meine Freunde, ich wollte euch jetzt mal die Einrichtung hier direkt am Smartphone einmal präsentieren, einmal zeigen, wie das Ganze hier so funktioniert. Und was ihr als allererstes prüfen solltet, ist, ob die MAC-Filterung bei eurem Haupt-WLAN aktiv ist. Falls ja, müsst ihr die MAC-Adresse von dem neuen WLAN-Repeater auf jeden Fall hinzufügen. Das hatte ich vorhin vergessen gehabt und bin auf die Schnauze gefallen. Jetzt habe ich nochmal alles zurückgesetzt und jetzt zeige ich euch das jetzt mal. Und zwar gehen wir zuallererst in die Einstellungen rein, in die WLAN-Einstellungen. Dort finden wir einmal das neue WLAN Signal Netgear Ext und wählen das nämlich aus. Und wenn wir dann verbunden sind, müssen wir dann den Browser einmal öffnen. So, wir switchen zum Browser und da müssen wir dann als Adresse mywifiext.net eingeben. Dann landen wir hier auch schon auf den Konfigurationsassistenten. Hier müsst ihr einmal die Daten reinhacken. Natürlich sollte die E-Mail-Adresse auch gültig sein. Mit der könnt ihr euch dann später direkt am WLAN-Repeater dann auch anmelden. So, als nächstes müssen wir die Region einmal auswählen. Europa ist natürlich vollkommen richtig. So, jetzt müssen wir den Modus einmal definieren. Wir richten zunächst erstmal das Gerät als WLAN-Repeater ein. Als Access Point machen wir das auch gleich nochmal. So, und jetzt scannt er die ganze Umgebung ab nach WLAN-Signale. So, und als nächstes müssen wir das WLAN auswählen, welches wir auch erweitern möchten. In dem Fall ist es bei mir WLAN-Kabel. Klicken einmal auf Weiter. Dann müssen wir das Passwort von dem Haupt-WLAN eingeben. Klicken dann auf Weiter. Als nächstes müssen wir die SSID einmal definieren. Die darf auf jeden Fall nicht so heißen wie euer Haupt-WLAN. Er macht hier automatisch Haupt-WLAN-Ext. Ich nenne das allerdings jetzt hier in meinem Fall X2, weil ich bereits schon einen Extender hier habe und das würde sich dann beißen. Also muss es dann X2 heißen. Der sendet nämlich ein neues SSID, ein neues WLAN-Signal mit dieser SSID und ist so quasi Man in the Middle. Das heißt, sämtlicher WLAN-Verkehr, welches bei diesem Gerät ankommt, wird dann weitergereicht zu meinen Haupt-WLAN. Als nächstes müssen wir das Netzwerkpasswort definieren. Wie vorhandenes Netzwerkpasswort, das heißt wie beim Haupt-WLAN auch, oder wir können hier auch ein anderes Passwort verwenden. Da müssen wir dann einmal die Sicherheitsoption hier wählen, WEP, WPA2 und so weiter. Und ich wähle jetzt hier einfach mal PSK aus und hier könnt ihr dann das Passwort eingeben. Ich verwende hier allerdings die Option wie vorhandenes Netzwerkpasswort, also wie bei meinem Haupt-WLAN, und klicke hier auf Weiter. So, jetzt bekommen wir hier nochmal eine Übersicht. Klicken hier auch nochmal auf Weiter. Und nun bekommen wir das hier angezeigt. Safari kann die Seite nicht öffnen. Er hat jetzt im Hintergrund einmal einen Neustart ausgeführt mit der neuen SSID und so weiter. Und wenn wir jetzt hier in die WLAN-Einstellungen hier reingehen, dann sehen wir hier auch schon WLAN-Kabel X2. Das Ganze wählen wir dann hier aus. Und dann müssen wir hier, werden wir aufgefordert, ein Passwort einzugeben und natürlich von eurem Haupt-WLAN bzw. das, was wir hier gerade definiert haben für dieses Gerät. So, wir sind verbunden und wir versuchen jetzt mal aufs Internet zuzugreifen. google.de. Das funktioniert hier wunderbar. Und wenn wir jetzt nochmal die Adresse hier aufrufen, Wi-Fi. So, Sie sind derzeit über ein anderes, möchten Sie fortfahren? Das hat er leider nicht ganz kapiert. Dann können wir uns hier authentifizieren mit den Daten, die wir vorhin eingegeben haben. So, der Repeater hat eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen Netzwerk hergestellt. Sehr schön, dann gehen wir hier auf Weiter. So, da unten sehen wir auch schon Konfiguration abgeschlossen. Ja, und hier können wir dann auch Einstellungen vornehmen für WLAN verbundene Geräte, Passwort, sonstige etc. oder auch sogar ein Firmware-Update durchführen, prüfen. Machen wir das jetzt einfach mal, mal gucken, was er sagt. Ihre Firmware ist aktuell. Na, das ist doch toll, dass zumindest im Auslieferungszustand auch die Firmware auch passt. Dann haben wir hier noch mehr Möglichkeiten, Zugriffszeitplan, das heißt, da können wir nochmal definieren, in welchem Zeitraum das WLAN dann aktiv sein soll. Die WLAN-Abdeckung können wir hier nochmal definieren. Der soll hier 100% Leistung hier das Signal hier aussenden, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch die Möglichkeit, Geräte anschließen über WPS und so weiter.
Ich setze jetzt hier auf jeden Fall nochmal das Netgear-Gerät einmal zurück. Da sagen wir jetzt hier einmal zurücksetzen. Und möchte ich das wirklich tun, dann sage ich hier ja. Der Repeater wird neu gestartet. Und nun zeige ich euch mal die Einrichtung WLAN Access Point. Der Wi-Fi Range Extender hat ja zwei Modi, einmal den Modus WLAN Repeater und einmal den Modus Access Point. Und bei dem Modus WLAN Repeater ist es ja so, dass er das bestehende WLAN erweitert durch ein neues WLAN-Signal X2. Und der macht letztendlich dann nichts anderes, wie die Daten, die in dem X2 WLAN kommuniziert werden, weiterzuleiten an das Haupt-WLAN, sage ich jetzt mal. Und bei dem Modus Access Point ist es ja ein bisschen anders. Und zwar muss dann das Gerät direkt per Kabel an ein Netzwerk angeschlossen werden. Er generiert ein neues WLAN-Signal und alles, was über diesem neuen WLAN-Signal läuft, wird dann über das Ethernet-Kabel direkt in das Netzwerk gespeist. Ja, das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel einen Router habt, welches kein WLAN besitzt oder sowas. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Gebäude habt, wo eine Netzwerkverbindung besteht. Allerdings ist im Haus A der Internetanschluss und ihr möchtet gerne im Haus B WLAN haben und so weiter. Dann könnt ihr das Ganze einfach per LAN anschließen, rüber ins Haus B, sage ich jetzt mal, und dort diesen Wi-Fi Range Extender anschließen und dann habt ihr da auch WLAN. Ja, das richten wir jetzt mal ein. Und zwar müssen wir zuallererst wieder in die Einstellungen rein. Dort wählen wir wieder das Signal NetGear-X. Ich habe das Ganze wieder zurückgesetzt. So, wir öffnen den Browser. Das ganze Spielchen kennen wir eigentlich schon. So, Konfigurationsassistenten. Hier hacken wir nochmal die Daten rein. Wir wählen die Region aus. Kennen wir ja schon. So, und jetzt wählen wir den Modus Access Point aus. Suche nach Internetverbindung. Ich hoffe, das kapiert auch. So, jetzt müssen wir eine SSID definieren. Jetzt sage ich hier einfach mal, naja, Access Point. Scheiß Autokorrektur, aber das lassen wir jetzt einfach mal so, ne? So, jetzt können wir hier den Kanal auswählen. Auto sage ich jetzt mal. Und hier sehen wir auch schon bis zu 300 Mbit und Sicherheitsstandard. Da sagen wir, also wir können jetzt hier, ne, die ganzen Verschlüsselungstechnologien auswählen. Und wir sagen jetzt hier einfach mal WPA2 PSK. Dann müssen wir hier ein WLAN-Passwort definieren. Wir bekommen eine Übersicht hier nochmal. Da müssen wir leider ein bisschen hochscrollen. Dann sagen wir hier weiter, später. Ich will jetzt keine Passwörter speichern oder sowas auf mein Handy. So. Und wir sehen, die Verbindung ist wieder, hat er wieder getrennt. So, und jetzt haben wir hier Accessoires. So, und wir sind verbunden. Das Ganze funktioniert jetzt halt so. Ich kommuniziere mit, also das Smartphone kommuniziert mit diesem Netzwerkgerätchen und dieses Netzwerkgerät kommuniziert mit meinem Router über das Ethernet-Kabel. Also nicht mehr über WLAN, sondern über das Netzwerkkabel. Das ist der feine Unterschied. So, meine Freunde, jetzt zeige ich euch mal die Einrichtung über WPS. Dafür müssen wir hier auf der linken Seite den WPS-Knopf hier einmal drücken. So, bis das Ganze hier blinkt. Und dann drücken wir auf dem Router auf dem WPS-Knöpfchen. Bei mir ist es die Fritzbox. So, WLAN blinkt, das heißt, WPS läuft nun. Und jetzt sollte die LED gleich konstant leuchten. Und das Ganze muss man dann auch innerhalb 2 Minuten dann auch machen. Okay. Okay, Freunde, und wenn dann die LED hier oben, also die Router-LED, dauerhaft leuchtet, dann ist die Konfiguration eigentlich schon abgeschlossen. Und jetzt bin ich mal gespannt,
was für ein WLAN-Signal ich jetzt hier sehe. Ich habe jetzt mal mit Absicht meinen anderen Range Extender laufen lassen. Ich befürchte ja, dass er den genauso jetzt einrichtet wie als Repeater, sage ich jetzt mal. WLAN-Kabel unterstrich X2. Yep, und in den WLAN-Einstellungen sehe ich jetzt hier WLAN-Kabel unterstrich X. Das ist jetzt hier auch der neue. Okay, das muss ich hier im Passwort eingeben. Das wird wahrscheinlich genau das gleiche sein wie vom Haupt-WLAN dann. Okay, und wir sind auch schon verbunden. Internet funktioniert einwandfrei. So, gucken wir mal, My Wi-Fi Ext. Und jetzt könnte ich hier eine Konfiguration vornehmen. Muss ich aber nicht. So, meine Freunde, wenn ihr die Konfiguration über WPS vornimmt, macht er im Prinzip nichts anderes, wie ein neues WLAN-Signal zu erstellen mit dem Namen vom Haupt-WLAN-Ext. Und er prüft auch gar nicht, ob ihr bereits schon einen Wi-Fi-Range-Extender im Einsatz habt oder sowas oder ob die SSID belegt ist. Das ist ein bisschen schade, es kann nämlich so ein bisschen kollidieren und so weiter, ist ein bisschen unschön. Deswegen empfehle ich, wenn ihr jetzt mehrere von diesen Teilchen einsetzen wollt, die Konfiguration manuell vorzunehmen. Und ich meine, für 25 € kann man dennoch nicht meckern. Und ja, so viel dazu zur WPS-Einrichtung. Der Wi-Fi Range Extender von Netgear N300 ist mit jedem 0815 WLAN-Router kompatibel, mit dem wir Übertragungsraten bis zu 300 Mbit erreichen können. Durch die zwei Antennen das Ganze. Protected Setup ist ebenfalls mit am Start. WPS nennt sich das Ganze für eine sichere Installation. Wi-Fi Protected Access für eine höhere Verschlüsselung, WPA, WPA2, PSK möglich und WEP, was man eigentlich gar nicht mehr so einsetzen sollte. Das Ganze entspricht dem Standard IEEE 802.11 BGN 2,4 GHz. Fast Ethernet Port, das heißt ein 100 Mbit Port ist hier mit am Start, leider kein Gigabit. Von den Abmessungen her ist das Ganze hier 67 auf 55 und 34 mm groß und hat ein Gewicht von 0,098 Kilogramm, sprich 98 Gramm. So, meine Freunde, ich denke, das Review wurde jetzt leider doch ein bisschen länger, aber ich wollte einfach mal alles zeigen, wie die ganze Einrichtung funktioniert über WPS, über die Weboberfläche. Und es wird sicherlich für den einen oder anderen interessant sein und für diejenigen, für die das jetzt doch ein bisschen zu lang war, sorry dafür, aber ich wollte einfach mal alles zeigen. Abschließend möchte ich gerne dieses Review hier mit meinem Fazit zu diesem Teil. Netgear N300 kostet momentan auf Amazon 25 €. Links packe ich euch natürlich dementsprechend in die Videobeschreibung rein. Und ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall top. Und ab und zu ist dieses Teilchen auch in den Amazon Blitz angeboten. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Und das hier ist ja schon mein zweiter Range Extender. Ich habe nämlich schon dasselbe Modell bereits vor einem Jahr gekauft und hier installiert. Und ich kann euch sagen, das Teil funktioniert hier wirklich sehr zuverlässig. Keine Verbindungsabbrüche. Die Reichweite ist natürlich in Ordnung. Da kommt es natürlich ganz darauf an, wie eure Umgebung ausschaut. Wenn ihr zum Beispiel viele Regisplatten habt, das beeinflusst das WLAN-Signal. Und da kann natürlich da die Reichweite dementsprechend schlecht ausfallen. Den Stromverbrauch habe ich auch getestet bei einer Sendeleistung von 100%. Mehrere Geräte haben mit dem Teil hier kommuniziert und ich habe auch einen Download laufen lassen und so weiter und es hat ihn gar nicht gejuckt, also 1,8 Watt, das geht auf jeden Fall in Ordnung und die Hitzeentwicklung, ja, das Teil wird warm, aber man kann kein Ei drauf braten und so weiter. Ja, ansonsten, ich bin wirklich sehr zufrieden. Wie gesagt, ein Jahr lang ohne Probleme. Firmware wird hin und wieder mal abgegradet, ist auch okay und die aktuellste Firmware ist da auch drauf gewesen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen, Freundchen, ihr wisst Bescheid. Und ja, ich bin raus. Bis dann. Ciao.